Hallo, Halli hier und willkommen zurück zu Dwarf Fortress. So, ich bin auch ein bisschen am Rumspielen. Deswegen immer noch in der Voraufnahme hier, also nur auf YouTube und nicht im Stream. Da muss ich noch gucken. Ich muss das hier aber noch vernünftig hinkriegen. Software hat sich geändert. Nach über 2 Jahren ist das kein Wunder. Updates, da ist das anders. Dort ist erstmal alles rausfinden. Alles gut. Außerdem, wir wollen ja den Spannungsbogen irgendwie nachher hinkriegen. Jetzt habe ich natürlich das haben wir vergessen, hier reinzuklicken. So, und dann passiert jetzt auch was, wenn ich was geklickt habe. So. Also, okay, wir haben hier und so diesen. So, nochmal gucken. Sammeln. Erst sammeln, dann quatschen. Ist immer, ist angebracht, würde ich sagen. So. Die Zwerge sind immer noch total überfordert. Haben zu viel zu tun. Da unten wird gefarmt, das ist richtig. Da oben wird gehaulert, das ist auch richtig. Die Betten stehen immer noch mitten im Steinlager, das ist nicht schlimm. Cave Visits haben wir anscheinend nicht mehr. Unsere Yaks sterben noch und werden auch nicht geschlachtet. Wo ist unser Butcher? Butcher? Kitchen? Farmer? Warte, das war doch der Butcher. Slaughter? Stray Yak Bull. Ja, dann mach das doch mal. Ach, wir haben keinen Schlachter. Oder? Haben wir einen Schlachter eingestellt? Kann einer von unseren beiden Farmern? Welchen nehmen wir denn jetzt? Boa, du machst die Milch. Er ist ein Comedian. Aber er ist nur Dabbling. Dabbling heißt, sie können das nicht, ne? Okay. Du bist unser Milchmann. Das heißt, wir hätten dich noch. Z. Ach, und du bist noch nebenbei am Mist. Da muss unser Milchmann auch zum Schlachter werden. Milchmann, einmal bitte nicht Inventory, Preferences, Labor. So. Und dann Farming. Hast du schon? Der will nur nicht. Der will einfach nur nicht. Schämen sollte er sich. Ah, bei Woodburning müssen wir nachher auch noch. Das kommt auch alles noch. Wir brauchen zum einen auch dann dafür mehr Platz nachher dafür. Und mir ist gerade eingefallen, ich hätte gar keine zwei machen müssen, weil unser Arzt und unser Bookkeeper ist ein und dieselbe Person. Aber ach, es gibt Schlimmeres. So, Türen. So, noch 2 Betten. Machen wir noch einen Tisch. Einer nach da. Einer nach da. Und die Stühle. Huch, vergessen. Ach so, wir haben keinen weiteren Stuhl. Okay. Aber wir hatten noch die Kabinetts. Sind auch noch im Bau anscheinend. Okay. Aber es ist nicht schlimm, wir hätten theoretisch dann gleich unseren Raum für den Bookkeeper. Beziehungsweise für unseren Arzt. Der ist in den beiden glücklich, ne? Der Bookkeeper braucht ein Büro und der. Genau, du brauchst auch ein Office. Kann man nochmal nachgucken eigentlich. Und zwar. Achso, so wie er drauf ist. Was ist ein Mieger Office? Ist ein kleines Büro. Ist nicht schlimm. Genauso wie jetzt keiner das Holz fällt, ne? Die beiden Bäume seit Ewigkeiten. Ich warte jetzt erstmal ab, sollen die erstmal die Steine wegräumen. Oh, da holt jemand den Jack ab. Da holt tatsächlich jemand den Jack ab. Und hat ihn anscheinend gerade. Zumindest hat er ihn da reingebracht. Ob er ihn jetzt geschlachtet hat, weiß ich nicht. Aber er war da drinnen. So, Arbeitszimmer bitte. So, ein Arbeitszimmer für Chief Medical Dwarf. Da. Damit hat er ein Büro. Und wir können noch ein Schlafzimmer machen. Das gehört auch ganz allein dem Chief Medical Dwarf. Dann ist er total happy. Oh, die Schränke sind fertig. BF.
So. Dann ist der Stuhl auffällig, oder? Ja. Dann haben wir noch mal für einen Noble nachher noch das nächste Zimmer fertig. Genau so, wie es sein soll. Super. So, immer noch keiner am Idlen, weil immer noch Steine geschleppt werden müssen. Und immer noch keiner die Bäume gefällt. Da unten laufen Strauße rum oder was auch immer das für Viecher sind. Wo ist denn das Zeug von den Viechern jetzt gelandet? Warte, die sind hier ja drinnen. Kann man jetzt irgendwas... Gut, gebutschert wurden die. In der Küche gibt es keinen Task. Können wir Feinmehl herstellen? Repeat. Das wäre halt mal interessant. Unter Z sehen wir jetzt, was wir haben. Wir haben Fleisch, kein Fisch, wenig Pflanzen, einen Samen. Und wenig zu trinken, sehe ich gerade. Uiuiuiui. Wenig trinken ist schlecht. Das heißt, wir brauchen BW für einen Workshop. Und dann gab es hier... Oh, wie hieß denn das? Nicht Tenner. Distill ist das, ne? Ich komme jedenfalls gerade auf die Idee, als wäre das eine Distille. Deswegen nehmen wir einfach mal Distill. Bauen wir auch hier hin. Aber diesmal mal Stein. Ich glaube, die Still war's. Optimismus und so. Ich weiß das alles. Baut eh keiner. Aber gleich haben sie Steine weggeräumt. Wenn sie Steine weggeräumt, der bringt schon mal Knochen nach draußen. Gute Arbeit. Genau so soll das sein. Jetzt gehen wir gleich mal gucken, ob die Still eine Distille ist für Alkohol. Budwink vom Plant. Und mach das mal. So, jetzt werden hier Sachen aus Pflanzen hergestellt. Also gebraut. So wie ich das mitbekommen habe. Nein, nicht U. U sehe ich nur Leute. Wir können doch mal gucken, was Böses da ist. Nein. Ostrich. Ostrich ist Strauß, ne? Ja, und die beiden Jacks sind tot. Ja, welch Wunder. So, wo waren das jetzt nochmal? Z, Kitchen. So, und dann dort auf. Ui. das darf nicht zum Kochen benutzt werden. Was war es nochmal? Hat jemand meinen Lautsprecher vor das C geschoben. So. Die Alkoholiker werden jetzt nicht mehr gekocht. Das Fleisch darf natürlich gekocht werden. Wo ist jetzt... So, Plump Helmets dürfen auch nicht gekocht werden. Die werden nur noch gebraut. So, die Frage, woraus machen die denn ab jetzt ihr Essen? Wir haben nämlich nicht viel zu essen. Aber wir haben gut was angebaut, ne? Genau, zwei Felder sind angebaut, da kommt irgendwann was. Dann kriegen die wieder was zu essen. Es gibt also Schlimmeres. Habe ich den Carpenter jetzt in irgendeine Ecke gesetzt, dass der überhaupt nicht mehr rausgeht? Was macht denn der Carpenter? Der Carpenter, der macht doch nur Sachen sonst. Achso, der ist sonst nur am Pfeilen, ne? Woodworking, Metalsmith, hat da nichts zu tun, dann ist er nur am Haulern und hat sich deswegen gedacht, ja nee, ich mache nichts anderes, bis das hier nicht leer gehaulert ist. Ich will das alles wegräumen, muss alles in Ordnung haben, vorher fälle ich keine Bäume. Und Alter, kommt viel Dreck aus zwei Jacks. Haben wir schon einen halben Stockpile voll. Und so wie es aussieht, machen sie gleich den ganzen Stockpile voll. Von zwei Jacks. Respekt. So. Oh, der Holzfäller. Der Holzfäller macht seinen Job. Und ansonsten sind jetzt wieder alle nur am Haulern, ne? So, okay. Wenn alle nur am Haulern sind, können unsere Miner theoretisch wieder loslegen. So, da ist die Mitte. 1, 2, 1, 2.
nächste Ecke einmal freilegen. Jetzt will ich gerade überlegen, ich werde da oben doch noch nicht die Speisekammer draus machen. Wir räumen jetzt nämlich erstmal, wir werden hier aufräumen. Wir haben noch unseren Massenstockpile da. So, das heißt, wir werden jetzt erst einmal BW und dann bauen wir den Carpenter nochmal neu. Jetzt muss ich nur noch einmal... Warte mal, jetzt muss ich abzählen. Wenn ich meinen... So, dann finde ich auch was. Jetzt kann ich hier abzählen. So, die Mitte wäre da, plus ein runter ist diese Spitze hier. Die muss ich mir jetzt einmal merken. Das heißt wieder was. B, W und dann C, Carpenter. Die Spitze hier, habe ich da drunter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe das so abgezählt, also muss das passen. So, dann bauen wir nämlich da einen Carpenters Workshop. Ich baue jetzt mal mehrere. Da kommen jetzt 1, 2, also da ist die 1, 2, 3 Plätze frei. Für noch einen. Und dann brauchen wir ein... was war's? Nee, warte, das war nicht hier. Das war... Furnaces. Wood Furnace. 1, 2, 3. Haben wir ein Wood Furnace noch raus. Und ich baue noch einen. Hier hin. So. Da kommt jetzt wieder unsere Holzecke hin. Das heißt natürlich, wir brauchen auch ein Stockpile, PW, für Holz. Jetzt wollte ich mal was ausprobieren. Wenn ich das jetzt mache. Und jetzt die Designation dazwischen aufhebe. Weil das ja theoretisch die Wege sind, für die langlaufen. Kann ich jetzt trotzdem... ist ein Traum, ne? So, Settings ist halt hier alles, was mit Holz zu tun hat. Das ist gut. Das heißt, hier unten können wir jetzt auch in den Settings, damit die wieder unglaublich beschäftigt sind, weil das alles wieder wegräumen müssen, wird jetzt Holz disabled. Und schon können sie alle wieder haulern wie die Irren. So, ein selbes Konstrukt wieder oben machen wir auch unten noch mit den Steinen. Und dann muss ich auf alle Fälle mal einen Platz finden, wo ich jetzt Betten und so hinsetze. Warte mal, ich mach mal die Designation hier weg. Wir machen das nicht da. Wir gehen hier oben weiter. Finde ich gerade irgendwie schöner, wenn wir hier oben weitergehen. Erstmal haben wir da mehr Platz. Migranten! Endlich! Es kommen noch Migranten und die Migranten werden auch überleben. Da bin ich ganz optimistisch. 1, 2, 3, 4, 5 Tiere, Tiere, Tiere. 6 Tiere. Noch mehr Tiere. 6 Migranten? Habe ich mich nicht verzählt? 5 Migranten. Ich habe mich verzählt. Ist nicht schlimm. Was haben wir? Wir haben einen Mechaniker gekriegt. Wir haben sogar noch mal einen Arzt gekriegt. Ein Woodcutter und ein Juwelier und ein Weber. Okay. Klingt erstmal nicht schlecht. Jetzt haben wir das Problem mit den Tieren. Alle Tiere, die sie mitbringen, müssen geschlachtet werden. Ne, eigentlich nicht. Also man müsste ein paar Tiere mal schlachten. Aber lass erstmal warten. So, da wir jetzt mehr Zwerge haben, habe ich gerade die falsche Taste gedrückt, sagen wir jetzt nämlich wieder dir, Chefe, Z, ihr hört wieder auf mit dem Howling. Und ich brauche neue Miner. Ich könnte natürlich auch sagen, dass Chefe ab jetzt nicht mehr minert.
Aber noch hat er nicht so viel zu tun, dass sich das lohnen würde, ihm das Minern wegzunehmen. Er wird auch später nicht so viel zu tun haben. Die Quartalsweise, wo so ein Händler kommt. Aber trotzdem. Wir haben auch aktuell nur zwei Spitzhacken. So, da ist jetzt Woodworking, ne? Genau. Und die beiden Miner können jetzt wieder loslegen. Einer tut's zumindest. Ach so, und Chef ist gerade, der sitzt da und führt seinen Laden. Isst was, beziehungsweise trinkt was, was auch immer. Irgendwas macht er gerade und jetzt geht er weiter. Jetzt fängt er auch an zu arbeiten. Super Sache das. Oh. DT. Wo wir schon mal Stockpiles für Bäume haben. Wenn wir noch ein paar Bäume mehr fällen. Und hoffen das Beste. Wir hoffen das Beste. Wir hoffen immer das Beste. Wir sind positiv optimistisch. Die fangen jetzt eh an rumzuräumen. Wir können jetzt... Der wird jetzt hier leer geräumt. Der Carpenters Workshop kann entfernt werden, weil die hier haben ja genug zu tun. Und da bauen wir jetzt mal Wheelbarrows, also kleine Handwagen, damit die vernünftig hier die Steine nachher schneller auch transportieren können. Nochmal. Ja, bauen wir ruhig ein paar. Dann können wir nämlich hier unten dem Stein-Stockpile sagen. Und dann machen wir jetzt einfach mal 5 draus. Ich baue mehr, ich weiß, aber wir machen erstmal 5 draus. So. Da oben muss ich gleich mal gucken. Da oben kommt jetzt, glaube ich, die Metallverarbeitung und sowas hin. Dann hätte ich doch erst irgendwo anders anfangen müssen, weil Metall brauche ich jetzt noch nicht so dringend. Doch, für neue Spitzhacken. Wir brauchen doch Metall. Metall ist wichtig, neue Spitzhacken. Und Waffen und Rüstung. Ich vertraue denen immer noch nicht. Und ich muss eigentlich einen neuen... Warte mal, wir haben einer der Farmer... War doch der arme Typ, der... Ey, du warst es nicht. Ach, jetzt drücke ich auch noch Z. Der andere Farmer war das dann? Crafts. Wir wollen die Crafts jetzt wieder loswerden bei ihm. Weil das ist halt eigentlich wichtig. So, der Weber. Kann anscheinend auch Holz verarbeiten. Interessant. Er hat Woodworking mit dabei. Crossbow. Ja, von mir aus. Und er macht Crafts. Woodcraft. Ne, Weaving. Klar, ist ein Weaver. Was macht er bei Healthcare? Achso. Okay, das ist Standard. Standard, alles gut. Ich suche eigentlich einen jetzt hier. Gut, wenn der Weber jetzt auch Holzarbeiten macht. Zwei Doktoren sind eigentlich auch zu viel, ne? So, du kannst aber auch alles. Aber einfach, nee. Nur Doktor sein ist doof. Hier, du lernst jetzt einfach das Stonecrafting. Das lernst du jetzt. Und ich bin gerade überlegen, ob ich ihm das Howlern dann wegnehme. Dass wir Stonecrafts vernünftig hinkriegen. Das mache ich jetzt auch. Du haulst jetzt nur noch Steine nicht, Holz nicht, Items. Items? Ja, Items bleibst du. Refuse Hauling, Furniture, Animal Trade. Gut, wenn es nachher in den Handel geht, soll er das auch machen. Und das. So. Das sind jetzt deine Aufgaben. Von wegen Arzt. So. Dann müssen wir unten gleich noch dem... Wir brauchen ein vernünftiges Schlafzimmer.
Wo setzen wir das vernünftige Schlafzimmer hin? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, jetzt muss ich wieder massig Holz abtransportieren. Wohin kommen die Schlafzimmer? Ich komme gar nicht weiter nach links, ne? Wie weit habe ich denn hier noch? Okay, ein so ein Zweierblock kann ich noch machen. Aber wohin kommen die Schlafzimmer? Da ist Mitte. Mache ich hier so einen Schlafblock? Aber der braucht keinen Dreiereingang, ne? So, Schlafblock braucht nur einen Gang. Eins, zwei. So. Und jetzt ist die Frage: Gönnen wir den Zwergen diesmal Platz? Ein bisschen, ne? Zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, fünf. Eins, zwei, drei. Mist. Das sieht nachher nicht symmetrisch genug aus. Machen wir jetzt trotzdem. So, tak, tak, tak. 1, 2, 3, 4, 5. Was sind bei zwei Zwerge, die kriegen Platz? Ich habe sonst immer so 1, 2, 3, 4. Immer so kleine Winzzimmer gemacht. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt machen wir es mal ein bisschen. Jetzt gönnen wir den Zwergen mal was. Also zumindest die ersten Zwerge können nachher schön groß schlafen. Bekommen große Schlafzimmer. Oh. Aber dann, für die muss das dann reichen. Ich glaube, die nächsten Zwerge müssen dann kleiner wohnen. Was passt sonst nachher nicht? Was können wir hier noch? Nee, da können wir gar nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Können wir noch weitergehen, ne? Guck mal, das passt. So. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Perfekt. Und hier dann der Gang hin. Haben die Miner erstmal genug zu tun? Und wir haben Schlafzimmer. Für auch noch ein paar Zwerge mehr. Damit sich hier nachher keiner benachteiligt vorkommt. Kriege ich auch noch eins hin? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei. Ja. Es passt. So, das sind jetzt Schlafzimmer für. Wie viele Zwerge könnte ich jetzt hier oben unterbringen? 2, 4, 6, 7. Und dann nochmal 6 sind 13 plus 12 sind. Habe ich jetzt 13 plus 12 gesagt? Dann wären 25, ne? 2, 4, 6, 7 plus 6 sind 13. Ja, 13 plus 12, okay. Jetzt sind die Miner natürlich lange beschäftigt, ne? Aber das ist, glaube ich, nicht alles Stein. Da kommt gleich wieder Erde. Da kommen sie, glaube ich, besser durch. Ich hoffe jetzt nur, dass hier nicht irgendwo etwas ist, wo ich nicht hin möchte. Nein. Okay. Den einen Workshop haben sie auch abgerissen. Jetzt weiß ich ja nicht, ob das das Schönste da ist, ne? Aber es wäre erst einmal ein Schlafplatz. Haben wir eigentlich hier auf der Karte? Das ist der einzige Berg, den wir haben, ne? Jo. Das ist doch eine kleine Karte, ne? Hätte doch eine größere nehmen müssen. Oh, die ersten Felder sind voll. Das ist gut. Und mit dieser Planung für die nächsten Tage bei den Zwergen. Verabschiede ich mich für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.